Land! Ich sehe Land! Da ist Land in Sicht! Da ist eine richtig schöne Insel. Das sieht so richtig schön karibisch aus. Sollen wir da mal hinfahren? Ach, eigentlich nicht. Also, mir geht's ja eigentlich ziemlich gut. Warum soll ich? Ich habe hier alles, was ich brauche. Okay, ich habe Champagner, ich habe ein tolles Schlauchboot. Was will ich mit dem blöden Land? Okay, aber da spielen ein paar Mädels Volleyball da hinten. Da würde ich ganz gerne mal hinfahren. Nein, Spaß beiseite. Prost, liebe Zuschauer. Ne? Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen bei Pearl TV. Ja, und Sie merken schon, was das Thema unserer Sendung sein wird. Nicht umsonst haben wir in einem richtig coolen Schlauchboot Platz genommen. Und das ist doch jetzt mal eine richtige Hausnummer. Neu bei uns im Programm und schon optisch ein absolutes Highlight. Was uns jetzt hier im Studio natürlich fehlt, ist vielleicht das passende Wasser. Oder? Ja, kein Problem, Carsten, habe ich uns besorgt. Bitte schön, hier ist das Wasser. Wir sagen Film ab. So, jetzt sehen wir erstmal, wie es aufgebaut wird. Also das ist eigentlich ziemlich einfach, mittels einer Luftpumpe. Na klar, bei einem Schlauchboot gehört natürlich auch Luft dazu. Die Luftpumpe, die Sie hier gerade sehen, die ist im Set mit inbegriffen. Das wäre jetzt was für die harten Jungs, für die harten Kerle, die sagen, yes, ich mache das noch mit eigener Muskelkraft. Mhm. Sieht übrigens sehr lustig aus. Mhm. Aber später haben wir dann natürlich auch eine elektrische Luftpumpe im Angebot, die wir Ihnen auch gleich vorstellen werden. Das wäre dann sowas für mich. Genau. Also die Handpumpe ist auf jeden Fall mit dabei. Da können Sie auf jeden Fall schon mal mit reiner Muskelkraft die insgesamt 4 verschiedenen Kammern dieses Schlauchbootes locker flockig aufpusten. 4 verschiedene Kammern deswegen, weil natürlich ein Sicherheitsaspekt da sein soll. Wenn vielleicht mal ein kleines Loch reinkommt, ist nahezu ausgeschlossen. Aber sollte es doch passieren, haben Sie da auf jeden Fall noch weitere Kammern, dass Sie nicht gleich untergehen. Wichtig ist natürlich, dass wir auch vieles andere dabei haben. Wir haben natürlich auch 2 Paddel im Programm, die man hier locker flockig in diese Ösen reinpacken kann, um das ganze Boot entweder mit Muskelkraft zu bedienen. Ja. Und wir haben natürlich auch diesen kleinen, nennen wir ihn mal Außenborder mit dabei. Ja. Und der macht die Sache recht relativ außergewöhnlich. Und außergewöhnlich haben wir ja auch den EVA-Boden, der ist nämlich verstärkt und herausnehmbar mit diesen Sitzpolstern. Das sorgt natürlich zum einen für extra Komfort, aber natürlich auch für eine gute Stabilität. Das heißt, selbst wenn man jetzt mal im Boot versucht, zu angeln, ne? Oder den Fisch rauszuziehen oder auch mal die Seiten wechseln möchte, dann gibt das Ganze natürlich auch einen optimalen Halt vom Feinsten. Genau, diesen Bleiakku, den Sie brauchen, den zeigen wir Ihnen natürlich in dieser Sendung auch noch. Das ist doch ganz klar. Und der hat richtig Power hier ordentlich mit dabei. Sie sehen, da ist also auch keine Wissenschaft hinter. Der wird einfach nur kurz eingesteckt. Ja, und dann geht es auch schon los. Die Geschwindigkeit können Sie bei unserem kleinen Außenborder stufenlos einstellen. Vorwärts natürlich, wobei das gute Stück ja auch einen Rückwärtsgang hat. Das heißt also auch, um rückwärts beispielsweise vom Strand mal loszufahren, anders als es unser Kollege hier gerade tut, ist natürlich auch ohne weiteres möglich. Rückwärtsgang wie beim Auto. Ne? Apropos Auto. Was hat das Ding denn drauf für Speed? Also wie schnell können wir denn hier überhaupt fahren? Ich war ehrlich gesagt ein Stück weit überrascht, denn wir sprechen hier tatsächlich mal locker flockig von einem 2,5 PS Motor und der schafft in der Spitze 10 Stundenkilometer. Oh, warte mal, da brauche ich doch einen Führerschein, oder? Nee, brauchst du nicht. Nee? Bis 15 PS darfst du laut aktuell geltender Wasserschutzbestimmung tatsächlich keinen Führerschein, um so ein Schlauchboot mit einem Außenborder zu betreiben. Wir haben 2,5 PS. Das sind 10 Stundenkilometer an Land. Wir sind auf dem Wasser, da rechnet man in Knoten. Das heißt, umgerechnet kommen wir hier auf 5 Knoten in der Spitze. Und das ist für so ein kleines Bötchen schon mal eine Hausnummer. Guck mal, wie der abgeht hier. Auf jeden Fall. Also man sieht es hier richtig schön. Da kann man natürlich einfach mal nur die Sonne genießen, sich unterhalten. Maximal 250 Kilo haben hier Platz. Ja. Ne? Also ob das jetzt 2 Personen sind. Sie müssen halt mal ausrechnen. Eigentlich ist für 2 Personen gedacht, ne? Mit jeweils 2 Sitzpolstern. Aber ein Hund oder ein kleines Kind darf da auch noch mit Platz nehmen. Also ich behaupte, bei 250 Kilo, wenn du mal einen erwachsenen, ausgewachsenen Mann nimmst mit 80, 90 Kilo, schaffen hier also locker 3 erwachsene Personen Platz drin. Also auch wenn du mal noch einen Freund mal mitnehmen möchtest, ein Kind auf jeden Fall und natürlich auch gerne mal einen Hund oder mal ein Haustier. Das ist also überhaupt kein Thema hier. Also wirklich Spitzenklasse. Nun ist es so, wir haben hier 4 separate Luftkammern eingearbeitet. Also es ist nicht alles eins, sondern 4 separate Luftkammern. Mhm. Und die sorgen natürlich auch für viel mehr Sicherheit. Du merkst es auch, wenn wir uns jetzt hier mal am Boot bewegen, man merkt überhaupt kein Rütteln und wie man das ja sonst kennt von so einem kleinen Schlauchboot. Ja, das ist richtig. Also auch eine schöne Stabilität. Das ist sehr schön formstabil. Also es ist wirklich griffig, absolut hochwertig. Und das Material, werden wir uns gleich nochmal anschauen, ist natürlich ein ausgesprochen reißfestes, robustes PVC-Material mit einer Polyester-Schutzschicht drüber. Das heißt, auch wenn man mal zum
Angeln rausfährt beispielsweise, muss man keine Angst haben, wenn man mit einem Angelhaken oder von mir aus mal mit einer Flasche Wein mit dem Korkenzieher hantiert. Also bis du hier ein Loch drin hast, da muss schon einiges passieren. Ja. Wichtig natürlich auch von unten, wenn du mal über einen kleinen Stein, gerade in Ufernähe drüber fährst, dann darf das nicht gleich kaputt gehen. Also von der Qualität her ist das wirklich ein fantastisches Teil und ich finde auch optisch macht das richtig gut was her. Und vor allem, es besteht die Möglichkeit, entweder du lässt dich fahren vom Motor oder du paddelst halt ein bisschen selber. Für alle, die noch ein bisschen Muskelkraft hier bis aufs Aufpumpen, das macht natürlich auch Muskelkraft, aber auch hier, das finde ich natürlich toll. Ist jetzt auch fürs Meer geeignet, nicht nur auf so einem kleinen Flüsschen hier, sondern auch fürs Meer, denn das Ganze ist salzwasserfest und ölresistent, ne? Ja. Also es ist wirklich fantastisch, was wir Ihnen hier gerade anbieten. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es wirklich richtige Spitzenklasse. Und die beiden Paddel, die wir hier im Boot mit dabei haben, die kriegen Sie natürlich auch mit dazu. Das heißt, wenn also auch von mir aus mal der Akku den Geist aufgeben sollte und Sie haben jetzt auf die Schnelle nichts zum Aufladen dabei, können Sie also immer noch mit den ganz ordinären Paddeln hier zurück zum Ufer. Normalerweise würde ich meine Beine ausstrecken. Ich auch. Aber bei 2 Meter Beinen ist das gar nicht so einfach. Da bleibt gar nicht mehr viel Platz hier im Boot drin. Ne? Ja, zumal ist es ja bei mir gefährlich, weil ich ja hier noch diese Hacken anhabe. Ne? So. Wo soll es denn hingehen? Du, ich würde sagen, zum nächsten schönen Strand. Am besten irgendwas Karibisches, schön 32 Grad im Schatten. Ja. Einen schönen, kühlen Caipirinha dazu und eine schöne, schattige Liege. Das wäre jetzt eigentlich so mein Ziel. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Ansonsten, wenn du nicht mehr kannst, wir haben natürlich auch hier noch unseren Motor, den du gerne jederzeit einschalten kannst. Natürlich auch perfekt hier. Unsere Leine für den perfekten Halt, für perfekte Sicherheit, auch mal um das Boot zu befestigen. Oder damit Sie sich auch mal festhalten können oder zum Tragen, das ist natürlich auch optimal. So, wir haben natürlich verschiedene Halterungen. Zum einen können Sie hier an diesen Halteelementen jederzeit natürlich auch die Paddel befestigen. Das kann man für den Transport machen und auch dann, wenn man jetzt beispielsweise ausschließlich den Motor benutzt. Die werden hier einfach eingehakt, das ist also wirklich kinderleicht. Und wenn man sie benutzen möchte, geht man einfach ein Stückchen weiter und hakt sie hier ein. Man hat also hier auch nochmal diesen Schutzriemen, dass man das auf seine Größe wirklich perfekt einstellen kann. Ist alles mit dabei. Schön leicht, das Aluminium. Ja, die sind richtig eingeschweißt, wie man hier sieht. Die sind nicht einfach nur billig aufgeklebt mit irgendeinem Billigkleber, sondern richtig eingeschweißt, diese Ruderrollen, damit das natürlich auch später nicht abbrechen kann. Ne? Das ist genau der Punkt. Also damit Sie lange Freude auch an Ihrem neuen Bötchen haben werden, ist das also wichtig gewesen, dass wir hier von einer absoluten Top-Qualität sprechen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich spitze. Der Hersteller spricht von Preisen in Dimensionen rund 700 Euro. Bei uns liegt das Boot deutlich günstiger. Bei knapp 400 Euro kommen wir da raus. Jetzt sollten wir uns aber auch den Außenborder noch mal anschauen, der hier mit dem Akku befeuert wird. Ich bin mal ein Stück weit auf die Seite gerutscht. Den können Sie natürlich hier mit diesem kleinen Rädchen jederzeit auch in der Höhe verstellen. Man muss immer gucken, wie tief geht der Außenborder tatsächlich ins Wasser rein. Ich habe ihn jetzt mal so eingestellt, dass Sie es auch mal sehen können, wie es funktioniert. Ähnlich vom Gasgeben her wie ein Motorrad wird das Stück betrieben. Das heißt, Sie drehen ihn natürlich ins Wasser rein. Etwas, was uns hier fehlt. Und dann gehen Sie einfach hin und drehen vorwärts in diese Richtung. Achten Sie mal ein Stück drauf. Achtung. Wupp. Ah, okay. Ja. So, kannst das also hier wirklich stufenlos einstellen von der Geschwindigkeit her. In der Spitze eben bis zu 5 Knoten. Das entspricht einer Landgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometer. Du hast aber eben auch noch diesen Rückwärtsgang mit drin. So, und hier bedienst du das Ganze einfach. Das heißt, du setzt dich leicht schräg und kannst dann hier, wie das also auch bei einem ganz normalen Verbrennungsmotor der Fall ist, hier dann eben immer die Geschwindigkeit einstellen und natürlich auch hier die Richtung mit korrigieren. Boah, das ist schon genial. Wenn du überlegst, Wochenende wieder tolles Wetter, du weißt nicht, ich schon wieder an See fahren und nur Sonne ist ja langweilig. Warum denn mal nicht sowas? Das ist schon toll. Also da kann man auch richtig Eindruck mit schinden. Natürlich auch hier der junge Herr, der bei der Frau Eindruck schindet. Und das unter der NC8849 und der 569, wie gesagt, der Hersteller empfiehlt einen Verkaufspreis von 700 Euro. Bei uns liegt es bei unter 380 Euro. Ja, also es ist wirklich an alles gedacht worden. Zum einen ist die Verarbeitung wirklich absolut perfekt, dass wir sie bedenkenlos auf den See, auf den Baggersee oder auf das Fließgewässer schicken können. Hier sehen wir mal, wie der Außenborder hervorragend also auch unter Wasser funktioniert. Und ich denke, mit bis zu 5 Knoten in der Spitze, das entspricht, wie gesagt, ungefähr 10 Stundenkilometer Landgeschwindigkeit, sind wir hier richtig ordentlich unterwegs. Top-Qualität, top verarbeitet. Die beiden Elemente, um eine Angel reinzupacken, sind auch noch mit dabei. Und auch die Ventile sind Sicherheitsventile, also Safety First auch bei unserem Boot. Ja? Genau, dass man so ein Boot nicht mehr mit Mund aufpustet, das ist ja wohl klar. Aber selbst mit einer Luftpumpe, wie wir es gerade im Zuspieler gesehen haben,
ist auch schon ein bisschen schwierig bei der Größe, ne? Und vor allen Dingen auch das Luftablassen ist ja so ein Thema. Das ist immer ärgerlich, weil meistens hängen dann so 2, 3 Erwachsene drauf und versuchen das dann irgendwie rauszukriegen. Ja. Dadurch, dass du Sicherheitsventile hast, ist das gar nicht so einfach. Das ganze Boot ist ja so konzipiert, dass die Luft drinnen bleibt. Ne? Insofern muss immer einer das Ventil aufhalten, der andere drückt danach. Richtig. In die ursprüngliche Form kriegst du das rein mit Muskelkraft so eigentlich gar nicht mehr hin. Und genau deswegen haben wir eben diese elektrisch betriebenen Pumpen, wie ich sie hier in der Hand habe. Mhm. Ja, die haben wir natürlich hier zum einen mit einem klassischen Stecker für jede Steckdose geeignet. Aber gerade an einem Baggersee hast du selten mal die Möglichkeit, zu einer ganz normalen auf eine ganz normale Steckdose zuzugreifen. Das wäre ärgerlich, ne? Ja, aber ich glaube, du hast da schon was Passendes für uns im Petto, oder? Schau mal hier. Ja, wir haben nämlich 2 Stromversorgungskabel mit dabei. Das heißt, Sie können das gut die Pumpe hier jederzeit entweder über einen ganz normalen Stecker befeuern, mit Strom versorgen oder eben auch, wenn Sie ein Auto dabei haben, und das werden Sie wahrscheinlich sowieso, direkt über den Zigarettenanzünder. Können Sie es aufpusten oder eben auch wieder die Luft rausziehen und das sogar auf verschiedene Größen. Denn wir haben nicht nur den klassischen Adapter, der für das Schlauchboot bestens passt, sondern natürlich noch 2 weitere Größen, um beispielsweise auch mal eine Luftmatratze, einen Schwimmreifen oder anderes Badeutensil hier einfach aufzupumpen. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns am besten mal in einen kleinen Film an. So, bitteschön, hier sehen wir das. Ist jetzt natürlich ein anderes Schlauchboot, was Sie hier sehen. Gibt es übrigens auch im Pearl-Sortiment. Aber wichtig ist jetzt natürlich die elektrische Luftpumpe. Das heißt, passender Aufsatz wird gesucht. Einfach nur eingesteckt, Luftpumpe wird angeschaltet und innerhalb von ein paar Sekunden bläst sich natürlich jetzt das Schlauchboot oder der Spielball oder der Wassersessel oder die Doppelliege auf. Es geht ganz schnell. Und auch umgekehrt natürlich, wie wir es vorhin gesagt haben, das Abpumpen ist hier natürlich auch möglich. Jetzt hätten wir den typischen Fall, okay, wir brauchen hier einen Zigarettenanzünder. Mhm. Wenn ich jetzt aber einen Campingwagen habe oder einen Caravan, da ist vielleicht auch mal eine Steckdosenmöglichkeit vorhanden. Ne? Richtig. Also du hast es häufiger schon mal so, auch in manchen Kombis zum Beispiel, hast du hinten nochmal Steckdosen mit drinne. Also man muss mal schauen, was möglich ist. Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten, klassischer Schuko-Stecker oder eben direkt über die 12-Volt-Steckdose Ihres Zigarettenanzünders. Beides ist möglich, Luft rein und natürlich auch Luft wieder raus. Nochmal bitte, die normale Handpumpe ist bei unserem Boot ja schon mit dabei. Aber ich denke, für unter 19 Euro mal eben schnell so eine elektrisch betriebene Pumpe dazu zu nehmen, ist bestimmt keine verkehrte Idee. Ja. Auch dann, wenn Sie vielleicht an anderer Stelle mal eine Luftmatratze oder Wasserspielzeug im Allgemeinen aufpumpen möchten. Bestellnummer sehen wir hier eingeblendet. Das ist die NC5695. Und die 569 für unter 19 Euro. Sie sparen hier 37%. Schlagen Sie zu, weil selbst für die Kleinsten mal die Schwimmflügel aufpusten, ne, irgendwann kann man es einfach nicht mehr sehen. Dann siehst du irgendwann nur noch Sterne vor Augen. Ja, ja. Da ist das schon echt ein kleiner praktischer Helfer. So, und ein kleiner praktischer Helfer wäre jetzt hier fast schon untertrieben, denn wir haben einen großen praktischen Helfer, der hier auf jeden Fall nicht wegzudenken ist. Ne? Genau, also wenn wir schon natürlich ein Boot mit Außenborder anbieten, dann möchten Sie natürlich auch die passende Stromquelle dafür haben. Wir haben bewusst auch aus umwelttechnischen Gründen auf einen Verbrennungsmotor verzichtet. Da hätte man wieder Öl nachfüllen müssen. Da muss man natürlich Benzin einfüllen, vielleicht ein Zweitaktgemisch. All diese ganzen Geschichten wollten teuer, wir Ihnen ersparen. Stinkt, teuer, genau das ist der Punkt. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, pass mal auf, wir packen jetzt hier keinen Verbrennungsmotor rein. Wir lassen diesen Außenborder einfach mit einem Akku funktionieren. Und deswegen haben wir hier diesen Multipower-Blei-Akku tatsächlich im Programm mit aufgenommen. Und dank Glasfaser-Fließtechnologie ist es sowohl als Starterbatterie, aber auch als Versorgungsbatterie geeignet, das, was wir hier sehen, ist natürlich jetzt für unser Schlauchboot hier geeignet. Und das Ganze ist wartungsfrei, langlebig und sicher. Genau. Und das Schöne ist, der hat also eigentlich keinen nennenswerten Selbstentladungseffekt. Sie kennen das von alten Akkus, die lassen Sie mal ein halbes Jahr liegen, wollen es wieder anschließen, da ist kein Saft mehr drauf. Und man fragt sich, wo ist denn bitte der Strom hin? Mhm. Diese Bleiakkus, die wir Ihnen anbieten, haben keine nennenswerte Selbstentladung. Und man sagt, ungefähr nach 750 Aufladezyklen verliert der ungefähr 30-40% seiner kompletten Leistung. Das heißt, über die Hälfte ist nach über 750 Benutzungen immer noch übrig. Das heißt, der ist extremst langlebig und ausgesprochen robust. Und hier sehen wir nochmal, wie er im Boot integriert wird. Genau, einfach in diese dafür vorgesehene Tasche. Im Hintergrund hat man übrigens noch so kleine Täschlein gesehen. Die sind übrigens auch hier in dem Boot integriert, haben wir ganz vergessen, für Wertsachen und Ähnliches. Mhm. Auf jeden Fall, hier sehen wir jetzt mal die einfache Montage, ne? Zack, einfach nur anklemmen, Plus- und Minuspol, das ist selbsterklärend. Ja, und schon kann es eigentlich losgehen. Was Sie dann noch brauchen, ist ein bisschen schönes Wetter und einen schönen See, wie den hier beispielsweise. Das ist ein Baggersee hier bei uns ganz in der Nähe. Und es macht einfach richtig viel Freude, mit einem Boot unterwegs zu sein. Ganz ehrlich, in meiner Kindheit hätte ich also
mein ganzes Spielzeug dafür verkauft. Ich war also immer eine kleine Wasserratte. Mein Sohn ist das heute übrigens auch. Und wenn man dann von mir aus mal sagt, pass mal auf, Akku hin oder her, wir machen das auch mal vernünftig, dann kann man natürlich auch jederzeit einfach mal mit den Paddeln hier loslegen. Das macht richtig Spaß. Also, apropos Paddeln, du wirst jetzt hier mal loslegen mit Paddeln und paddelst uns irgendwo hin. Mhm. Und sie bestellen in der Zwischenzeit die PX16, 25 und die 569 für unseren Bleimotor. Auch hier natürlich zum Superpreis sparen sie wieder jede Menge. Und ich werde jetzt noch schön mein Champagner schlürfen und genießen. Wobei eigentlich bei der Arbeit darf man ja gar nicht trinken. Ne? Ach, ein Schlückchen sei erlaubt. Das ist Freizeit, das ist eine schöne Zeit, die möchte man bitte genießen. Ja. Und gerade auf so einem Bötchen bei schönem Wetter wünschen wir Ihnen sehr viel Freude damit.